Guten Morgen an alle. In dem Video will ich von Weihnachtsgestalt reden. Die Gestalt ist ein Geschenkebringer. Sie ist ein weibliches Wesen. Früher hat sie die Kinder von der hässlichen Mosel Lothringen und vom Elsass beschert. Aber heutzutage, in unserer Gegend, ist sie nicht so bekannt mehr. Wegen dem habe ich die Carol getroffen. Die Carol erzählt ihre Andenken an Weihnachten, wie sie Kind gewesen ist. Sie verrät uns, wer Zellemals die Geschenke gebrungen hat. Ich heiße Carol, ich komme von Eschwil. Da wie der Plan erkenne ich 10 Kilometer von Swarbrück. Wo ich bin ich hier, ja. Jetzt ist es Père Noël oder Saint Nicolas, aber früher in der DF ist das Christkind gekommen. Das Christkind ist eine so schöne Frau gewesen, mit einem schönen weißen Rock. Und die ist in die Hiese gekommen und hat immer ein grosses Buch gehabt. Und dort ist drin geschrieben, ob man Prof ist, ob man gut gelernt hat in der Schule und ob man Geschenke kriegt oder nicht. In alle Häuser ist er noch durchgekommen und ich weiß noch, das Christkindl hat immer so Kloschädel gehabt. Und sobald wie es geklingelt hat, ist mein Großpapa immer unter den Tisch gegangen für Leute Angst. So haben wir Weihnachten gefeiert und das bedenkt man heute noch. Ich sehe noch meinen Großpapa unter den Tisch gehen. So, für uns Angst machen. Er hat ja nicht mehr dran geklappt, aber für uns die Kinder Angst machen. Ich habe im Christkindl sein großes Buch im Schnee gefunden. Alle die Namen von Kindern stehen drin. Was kann man im Inneren zum Beispiel lesen? Der Zolliné hat wenige gute Taten gemacht. Die muss für das Christkindl eine Zeichnung malen. Der Abinasch ist brav gewesen. Der kriegt ein Geschenk. Der Jatuya hat ein paar Sinder gemacht. Die muss im Christkindl ein Gedicht vortragen. Der Koschko ist bes gewesen. Der Rüppels darf den do mitbringen. Und dann sind wir halt ganz Familie im Salon gesessen und haben halt gewartet, bis dass der kommt. Und vorher hat es noch nichts gegeben. Und nachher, wie er da durchgekommen ist, dann haben wir dann haben so das Geschenk gebracht und dann haben wir es noch gegessen. Voilà. Und Weihnachtslieder haben wir gesungen und wir haben uns halt noch immer mit Betten. Und weil jedes Christkind hat alles gewusst, das ist im großen Buch. Und mit dem Christkind ist noch der Rüppels gekommen. Und der Rüppels, das ist ein schwarzer Mann gewesen. Alle haben Angst davon. Er hat einen schwarzen Bart und eine Kette für die Kinder mitnehmen, die nicht brav sind. Und einen großen Sack, da hat auch schon Kinder kleine drinnen gehabt. Und dann haben wir immer so Angst gehabt. Das Wort Rüppels ist aus zwei Wörtern gebildet: Rau und Pelz. Das Adjektiv rau, auf Standarddeutsch rau, bedeutet auf Französisch rugueux. No kommt das Substantiv Pelz. Der Pelz ist der Hut von Tieren. Also, der Rüppels ist der Mann, der raue Pelz trägt. Und mit ist als noch ein Esel gekommen. Und mit dem Esel haben wir immer so gelacht, weil ich sie zwei Männer in dem Esel guckt, vom Morgen, wie wenn es ein Esel gewesen wäre. Und haben ihm als Müll aufgemacht und so.
So hat es früher Weihnachten gemacht. Die sind nur am 24. am Abend gekommen. Und dann haben wir gewusst, ob wir es kriegen oder nicht. Am 24. zu Abend. Der Tag vor Weihnachten. Junge vom Dorf, wie noch älter genug, alt genug waren sie. Ich habe auch schon Christkindl gemacht und habe schon einmal Esel gemacht. Nachher, wie wir noch 18, so 20 waren sie, haben wir noch Widersch gemacht und haben die Kleider noch angezogen und sind noch in die Familie gegangen, wo kleinere Kinder waren sie. Ja, Rand klappt man doch nicht mehr dran. Und dann noch später haben wir es gemacht. Aber jetzt gibt es auch nicht mehr. Ich bin jetzt 56 und das ist gewesen, wie ich 18, 20 gewesen bin, habe ich es noch gemacht. Und nun hat es noch ein bisschen wieder gedauert, aber ich glaube, da gibt es nicht mehr. Jetzt ist er halt auch mehr. Der Père Noël, wie die Leute gekleidet sich als Père Noël, aber das Christkindl ist ein richtig schönes Souvenir gewesen. Der Carol ist 1965 geboren. 1983 ist der Carol 18 Jahre alt. Sie verkleidet sich als Christkindl fürs erste Mal. Sie zieht erst wieder durch von Haus zu Haus. Sie verkehrt die Gestalt 4 Jahre lang, bis 1987. Da seht ihr ein Foto, wo in Wiverschwiller gemacht worden ist. Die Martha Eloi verkehrt ein Christkindl. Das Foto stammt aus 1972. Bis in den 80er Jahren haben die Dietschlothringer Dörfer ein Christkindl geführt. Nun fängt der Gebrauch an zu verkümmern. Ab den 90er Jahren ist der Gebrauch vom Christkindl völlig verschwunden. Der Weihnachtsmann hat sie ersetzt. Hat es nicht geschaut, Christkindl? Das haben wir doch nicht als Christkindl. Warum nicht? Ich bin eine alte Frau mit Rheumatis. Ja, Christkindl und meistens Rheumatis, das bringt der Beruf schon mit sich. Wieso? Weil immer drüber rumlaufen, barfuß im Schnee. Aber jetzt hat's geschaut. Ich auch. Ich bin barfuß, wie es Christkindl. Aber jetzt ist der Winter herum. Also 4 Abend fürs Christkindl. Für die, die mit dem Thema widersgehen wollen, empfehle ich ein Bilderbuch von Alain Kauss, «Qui es-tu Christkindl?», wo es Christkindl herkommt. Das Buch ist eine dreisprachige Ausgabe, Alemannisch, Deutsch und Französisch. Vielmals merci an Carol von Hirschwiller für ihre gemütliche Aussage. Und merci an alle, die mir geholfen haben. Der Fabien Gass von Zauberich hat die Übersetzung verbessert. Der Frédéric André von Tedingen hat mir gute Quellen gegeben und ein besonderes Andenken an die Martha Eloi von Wiverschwiller. Wie sie Kind gewesen ist, jeden 24. Dezember am Abend hat de Martha im Christkindl ein spezielles Gedicht vorgetragen. Das Gedicht liegt im Tonband vom Nordspann Huf. Ah jo! Und der Robin vom YouTube-Sender Roli Piano hat de Klavier instrumental gelehnt. Hoppla! Salut an alle! Mach es gut und bis am nächsten Video.
Du mein liebes Christkind, du mein Christkindel zart, wie han ich so lang auf dich gewart, jetzt bist du her.